Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge FIFA 24 Karriere. Dass ich das mittlerweile immer noch nicht drauf habe. Ne? So, ich habe 5 Punkte Vorsprung. Es sieht gar nicht mal schlecht aus. Jetzt geht es gegen Viktoria Köln. Und wie gesagt, die dümpeln da unten auch noch ein bisschen rum. Kämpfen auch noch um den Abstieg. Hier bei FIFA nicht, aber in echt würden sie es machen. Und da wollen wir natürlich auch gewinnen. Wäre ja ein Ding. Wie sieht der Kalender aus? Müssen wir etwas schonen? Können wir etwas rotieren? Nein. Aber da wieder englische Woche. Wir schauen mal. Spieltag, Anstoß und Teammanagement. So, guck da mal ran. Ja. Und da würde ich sagen, können wir eigentlich schon starten? Jedem Spiel, was wir jetzt halt eben gewinnen. Der Aufmerksamkeit steht, ist klar. Sie heute ganz herzlich begrüßen, liebe Fußballfans. Willkommen zu diesem heutigen Spiel. Am Mikrofon sind natürlich auch heute wieder Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Und heute freuen wir uns auf eine Partie aus der Liga. Es ist ein Spiel zwischen zwei absoluten Spitzenteams, die sich heute mit Sicherheit eine Menge vorgenommen haben. Also ich bin sicher, das wird ein Riesenspiel. Geht bei den beiden Mannschaften doch gar nicht anders. Jetzt die Hereingabe. Oh. Gute Aktion, gut geklärt. Nicht drin, klasse vom Torwart. Super, Christoph. Die Chance jetzt hier vielleicht für den Ja, wenn wir heute hier gewinnen, dann Ecke kommt ins Zentrum. Können wir tatsächlich ja, ganz energisch. Ball ist raus. Vielleicht bald schon den Aufstieg festmachen. Das wäre natürlich ein Ding. Ich weiß gar nicht, so schnell direkt aufgestiegen bin ich, glaube ich, noch nie. Oder Meister geworden. Je nachdem, Schönes wie wir jetzt die nächsten Spiele halt eben machen. Aber wie gesagt, Hochmut kommt vor dem Fall. Könnte die Führung werden. Und da oben. Wollte gerade sagen, da ist der Fall. Spielt den Ball. Starke Szene. Die Gäste sind im Augenblick die Mannschaft mit den meisten Toren. Mit der besten Offensive gehen sie in dieses Auswärtsspiel. Und ich glaube, sie setzen auch heute wieder genau auf diese Stärke. Klar, auswärts überlässt man häufiger gerne mal dem Gegner die Initiative. Ah, schade. Aber wenn du solche Knipser hast, dann kannst du es auch gern mal ein bisschen offensiver angehen. Jetzt kann es eng werden. Ballgewinn durch diese. Oh. Philipp. Ganz energisch. Jeremias Lorch. Der Lorch. Philipp. Machen Sie gut, geduldiger Spielaufbau. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Da kann er klären. Sie verlieren hier den Ball. Bis jetzt macht das Viktoria Köln gar nicht mal so schlecht. Sieht vielversprechend aus. Da ist unser Junge. Jetzt die Chance. Und da ist das 1-0. 20 Minuten gespielt. Die Fans legen sich in den Armen, die Spieler legen sich in den Armen. So hatten sie sich das vorgestellt. Wir schauen uns nochmal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und hier sehen wir, wie er die schon sein drittes Saisontor abhängt. Und Wolf am Ende hatte auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Sie haben da Platz auf dem Flügel. Und dann verlieren sie den Ball. Der Angriff bringt also nichts ein.
Rico Preisinger. Viel oh, schöner Ball auf Schad. Da hat nicht viel gefehlt. Den Ball holt er sich. Gut gemacht. Oh, wo rutscht er denn dahin? Da ist die Chance. Wahnsinn, gehalten. Oh, das war schwer. Das war richtig schwer. Was für eine Parade. Schön, dass wir unseren Torwart haben. Wie gesagt, zu Null wäre natürlich ein Träumchen. Ah, da landet der Ball ein bisschen was hier für die Tordifferenz machen. Das frühe Stören so perfekt eingesetzt wird, dann wird's eng. Den Ball hat er. Jeremias Leuch. Jetzt haben sie den Ball wieder. Ja. Brauchen wir zu lange. Jetzt laden sie uns 100 Mal ein und wir können Philipp nie den Ball anhalten. Ballverlust. Oder stoppen. Oder mal ruhig machen. Sie bringen den Ball nach vorne. Jetzt muss die Defensive aufpassen. Der sah gefährlich aus. Guter Vorstoß da jetzt. Stark von Elvedi. Sie drängen auf den Ausgleich bei dieser Ecke. Wir hören es, die Fans hoffen auf den Ausgleich. Wir denken, dass wir am Anfang der Karriere für Probleme hatten. Gefährlich. Mittlerweile haben wir es gut eingespielt. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Die Mannschaft und ich harmonieren jetzt. Oder auch nicht. Zugemacht, ganz souverän, tolle Szene. Kommen. Das haben sie selber ausgespielt, wie ich normalerweise. So, Pausenpfiff, das war's. Oh, Saarbrücken liegt hinten gegen Dresden. Der Schiedsrichter pfeift an, die zweite Hälfte läuft. Das ist jetzt durchaus Platz auf außen. Flanke kommt zu hoch, das war nix. Ja, das mit den Flanken müssen wir mal noch mal üben. Chance zum Konter. Oh, haben wir den wegfleckt. Philipp. Klasse gemacht vom Verteidiger. Außen wäre Platz. Gefährlich jetzt. Der Ball an den Pfosten. Und die Situation geklärt. Er versucht's. Klasse aufgepasst vom Torwart. Gelb gibt's hier auch noch. Grund war diese harte Aktion. Ja, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ecke ins Zentrum. Klasse Aktion. Torwart hält den Ball fest. Das Warten auf seine Entscheidung hat ein Ende. Demnächst läuft er für den FC Liverpool auf. Ich glaube, nächste Saison werden wir Basenach auch von Anfang an ranbringen. Alle Beteiligten dürfen froh sein, dass es jetzt zu einer Einigung gekommen ist. Könnte der Ausgleich sein. Auf ihn ist Verlass. Gute Parade. Es wird gewechselt. Wie gesagt, ab nächstes Jahr wird dann, ab der Sommerpause wird wieder ein bisschen sortiert. Wen behalten wir, wen verkaufen wir, wen verleihen wir? Wer spielt Stamm? Daraus wird leider nichts. Wer geht auf die Bank? Mrovka ist jetzt da. Ganz wichtig, da muss er hin. Stark.
Wie gesagt, ich werde mir auf jeden Fall noch einen Torwart, wahrscheinlich noch Kieder als Ersatztorwart holen. Dann vielleicht den einen oder anderen verleihen. Werde mir dann auch noch so ein paar jüngere Tormänner kaufen, die ich dann verleihe. Bisschen Geld scheffeln. Weiter am Ball, Abwehr findet kein Mittel. Oh, was ist denn heute los? Er holt sich die Flanke. Flanken sind heute echt nichts. Und wie gesagt, ein paar Jugendspieler wieder ranholen, verleihen, wenn das mal gutes klappt. Gutes Tackling, fair gemacht und er hat den Ball. Mit Weiterverkaufsgebühren, wie gesagt, ein paar junge Tormänner kaufen, weil die kann ich, denke ich mal, dann auch so verleihen. Ich glaube, dass bei den Sebastian Rotzer. Muss es fast sein. Oh. Ganz frei, aber das wenn sie ein bisschen stärker gemacht sind, kann man sie, glaube ich, auch normal verleihen. Wichtig, das wäre das Tor gewesen. Wie keine Karte. Jetzt Eckball. Jetzt aber, oh, da hat da noch einer seinen Kopf im Weg. Nach dieser Ecke. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Ah, warte, bevor es jetzt wieder weitergeht, wir wechseln gerade und wir rotieren mal noch ein bisschen. Nicht abgepfiffen nach diesem Foul, gibt erstmal Vorteil. Das muss der Ausgleich sein. Jetzt die Chance. Boah, stark, Christoph. Was für ein Reflex. Einfach nur perfekt gemacht. Eine tolle Aktion. Und die Aktion von gerade wird natürlich auch noch geahndet. Das ist gelb. Christoph hält uns heute auf jeden Fall im Rennen. Ecke kommt in die Mitte. Platz zum Kontern. Da ist der Ball weg. Oh, dann kommt der durch. Gute Aktion jetzt. Ball kommt weit. Oh, was ist denn heute los? Im Grunde müssen sie dadurch hier die Führung weiter ausbauen, oder? Ja, Logo, die müssen sie machen. Dann können sie das Ganze hier deutlich entspannter anschauen. So bleibt spannend. Schalalala. Nee, Ballverlust. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Klasse Vorstoß, da müssen sie aufpassen. Ja, läuft eigentlich nur mit. Josip Drimmitsch. Quasi als Bewacher. Er versucht. Und Drimmitsch wieder als Joker. Damit liegen sie jetzt geht doch. Schluss mit zwei Toren in Führung. Das ist schon überragend, wie er da einfach vorbeigeht, lässt der Abwehr keine Chance und dann kommt am Ende eben das Tor rum. Hier steht es 2:0. Grimmitsch als Joker echt gut zu gebrauchen, muss ich sagen. Ja, der Jüngste ist er nicht mehr, also die Bankrolle wird er schon hinbekommen. Hoffentlich meckert er nicht zu viel oder will dann nicht verlängern. Gleich kommt hier. Aber wie gesagt, war jetzt nicht die beste Leistung, die wir bis jetzt hatten. Sie sind überlegen, zwei Tore Führung, sie machen das immer wieder clever. Und wir hatten jede Menge Probleme mit den Flanken. Und wenn Viktoria Köln das ein bisschen besser ausgespielt hätte und wir nicht Christoph hätten, dann hätte es hier vielleicht schon ganz anders aussehen können. Aber er muss aufpassen. Gut geblockt. Den kann er natürlich ganz locker halten. Da war bei weitem Podolski, nicht das war hinter diesem Ball. Die Nachspielzeit wird da angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Das könnte die Gelegenheit geben. Super gehalten. Ui, was für eine Parade. Wahnsinn, wie er den noch hält. Es wird gewechselt. Ecke kommt rein. Wir spielen erstmal raus. Das ist der Schluss. Ach, schade, hätte mich noch schießen lassen können. Ja, wieder mal sind sie nicht aufzuhalten. Und wieder mal zu 0 Saarbrücken verloren.
Oh, Werl gewonnen gegen Sandhausen. Wichtiger Sieg. Zunächst mal danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns gekommen sind. Ja, guck, nicht traurig sein. Danke für das Gespräch. So. Dann würde ich sagen, geht's jetzt gegen Halle. Jetzt, wie gesagt, jetzt haben wir die englische Woche wieder. Sind aber alle fit. Perfekt. Wir schauen wieder, dass wir ein oder zwei von der Reserve bringen. Haben jetzt, wenn wir gewinnen, 9 Punkte Vorsprung. Und gegen Halle sollte das machbar sein als 14. Wie gesagt, fair gewonnen, jetzt nicht bei letzter. Und danach spielen wir gegen Lübeck, gegen den letzten. Also wir können jetzt schön durchrotieren, solange wir noch so viele Punkte vorne sind. Ist natürlich auch ein bisschen überheblich, ich weiß, aber schauen wir einfach mal. Da hat er eigentlich recht, 2 Tore gemacht als Joker, dann darf Trimic in der nächsten Folge von Anfang an ran. Für Trisoldi. Und beim Rest werden wir einfach mal schauen. Werden wir ein paar Leute von der Reserve bringen. Badmatz darf, glaube ich, auch mal ran. Obwohl, den können wir eigentlich gegen Lübeck bringen. Ein bisschen noch den Transferswert steigern. Jetzt wäre es mal drin mit in der nächsten Folge. Im übernächsten Spiel dann. Und da würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder gegen Halle. Bis dann. Ciao, ciao.